Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Letztes Mal haben wir hier unten eine Fabrik aufgebaut, die uns all die Förderbänder und Greifarme produzieren soll. Und so wie es aussieht, sind du da nun alle Kisten so weit voll, wie wir das wünschen. Und heute wollen wir uns der Robotik-Logistik annehmen. Und wir werden hier oben neben unserer Verarbeitung, Produktion für unsere Forschungsflächen, hier oben werden wir eine lokale Produktion aufbauen für all die kleinen Dinge, die Fabriken, die wir nicht en masse brauchen, die wir nicht aufs Band legen, aber die wir im alltäglichen Umgang brauchen. Im Englischen würde man das als Mall, als Einkaufsstraße bezeichnen. Und das ist nicht ganz so falsch, denn in diesem Konstrukt werden wir alles finden können, was wir sonst nicht haben und brauchen und vielleicht auch nicht brauchen. Aber was wir zuerst machen müssen, ist, damit wir diese Einkaufsstraße bestücken können, das machen wir mit Logistikrobotern. Aber dafür müssen wir hier erstmal die ganzen Materialien, die wir auf den Förderbändern haben, anbieten für die Logistik. Und das machen wir, indem wir Anbieterkisten haben. So, und dann haben wir letztes Mal ja auch noch diese Belader hinzugefügt. Und dann kann ich hier all das wieder reinlegen, was ich mir da rausgenommen habe, als ich die Bänder zerlegt habe. Das heißt allerdings auch, wir brauchen hier Strommassen dazwischen. Wir werden dann auch Roboports haben müssen, damit das Ganze im Logistiknetz erscheint. Gut, ich denke, erster Schritt wird definitiv sein, hier mal für alle Bänder die Kisten und die Belader und Entlader zu platzieren. Und dann können wir schauen, wie beginnen wir denn mit unserer Einkaufsstraße. Das Schwierigste... Das Schwierigste mit solchen Einkaufsstraßen finde ich immer, sich zurechtzufinden. Insbesondere, wenn man so ein paar Mods mit im Spiel hat, wie wir hier, wo wir eine sehr viel größere Vielfalt an Maschinen und Produkten haben, als im Vanilla Game. Und da macht es vielleicht Sinn, das ganze Einkaufszentrum etwas strukturiert aufzubauen. Und das machen wir, indem wir einfach mal beginnen. Und wir haben hier unten unseren Bus und unsere Robis müssen vom Bus zum Einkaufszentrum fliegen, um die Materialien
zu liefern. Und ich denke, hier unten, da machen wir einfach mal so ein paar Dinge hin, die wir wahrscheinlich benötigen werden. Und da brauchen wir dann Anbieterkisten, wo das Ganze rauskommt. Und wir brauchen Anforderungskisten, wo wir das Ganze anfordern können. Und dann machen wir das mal so. Und hier in dieser Reihe werden wir wahrscheinlich das Ganze erweitern werden, denn ich kann mir vorstellen, dass für gewisse Materialien eine Montagemaschine allein nicht genügt. Was wir dann auch brauchen, ist Stahlkissen. Denn der erste Schritt ist hier eigentlich immer, dass wir das Einkaufszentrum so aufbauen, dass wir quasi nur den minimalen Teil von Hand bauen müssen. Und sobald wir quasi hier die ersten Schritte gemacht haben, können wir alles andere einfach nur noch planen. Wir haben alle Ressourcen und die Roboter, die können sich dann das besorgen, was sie benötigen. Das heißt, kopieren wir einfach mal das da so hoch und löschen hier mal die Rezepte. Und das wird dann unsere Kopie, zumindest fürs Erste. Dann müssen wir schauen, dass wir hier Strom haben. Das wird so aussehen. 5 Maschinen und dann wieder ein Strommast. Und ich denke, hier, da beginnen wir die nächste Ausbaustufe für Roboter. Hier beginnen wir mal mit den Kisten hier, die blauen, die roten und die gelben. Und hier wollen wir eigentlich überall das Häkchen gesetzt haben, denn wenn wir irgendwo Materialien in Pufferkisten, das sind die gelben, rumliegen haben, dann sollten die eigentlich auch benutzt werden. Gut. Dann machen wir die nächste Ebene drüber. Vielleicht sollten wir hier die entfernen, aber das Häkchen setzen, bevor wir das weiter kopieren. Und dann wird das unsere neue Kopie. Und wir haben die Roboter der ersten Generation hier unten. Das heißt, die müssen wir nicht bauen. Aber was wir brauchen, sind Roboports, zumindest erste Generation. Und dafür brauchen wir ein paar zusätzliche Materialien, die wir hier finden. Das heißt, das hier, die hier, die Öffnungen,
und die Ladeports. Und dann können wir die hier bauen. Sehr gut. Und das ist, glaube ich, dann schon fast alles, was wir benötigen. Was wir hier aber noch machen auf dieser Seite. Da ergänzen wir noch was. Denn hier machen wir noch die Maschinen hin. Ah, da brauchen wir zuerst die gelben dazwischen, dann die roten, dann die blauen und dann die hier. Und nun sehen wir, hier brauchen wir beispielsweise auch die Circuit Boards. Und die machen wir geschickterweise in solchen Maschinen. Denn die sind etwas effizienter. Und wir brauchen mehr Kisten. Brauche mehr Stahl. Und wahrscheinlich mehr rote Schaltkreise und mehr gelbe Schaltkreise. Und dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Da haben wir alles, was wir brauchen. Da brauchen wir Stahlzahnräder. Da brauchen wir Messingzahnräder. Und Stahl Dinger hier. Und dann hier haben wir wieder das Ganze so. Und ich denke, wir machen das hier so auf dieser Breite. Da, wo wir auch unser Uranfeld haben, denn über und unter dem Uranfeld können wir nicht wirklich was bauen, weil wir keinen guten Zugriff auf unseren Bus haben. Aber hier hinten werden wir dann nochmals eine Fläschchenproduktion hinmachen. Und ja, hier, da machen wir dann die hier. Und voilà. Das heißt, alles, was wir hier jetzt noch brauchen, ist, das Ganze will an den Strom angeschlossen werden. Und dann brauchen wir etwas Logistik, sprich wir brauchen Roboports, um das Ganze starten zu lassen. Und ich weiß nicht, wie viel das wir brauchen, denn wir müssen sicherstellen, dass wir hier den Bus mit Logistik abgedeckt haben, aber auch
Ah ja, Eisen wäre auch noch gut. Aber auch auch unser Einkaufsland. Ich baue da mal 4 und hier oben, wo wir fleißig mit Robotern unterwegs sind, da werden wir mehrere Roboterports haben, einfach um sicherzustellen, dass wir genügend Kapazität haben, dass die auch aufladen. Und selbiges auch hier in dem Gebiet, wo sie die Materialien abgreifen müssen. Da werden wir eine hohe Flugdichte haben, sprich wir müssen auch sicherstellen, es gibt genügend Ladeplätze, dass die Robis auch wieder Saft bekommen. Aber hier haben wir, sind die 3 auf 3 oder 4 auf 4? 3 auf 3 wäre ideal, denn dann passen die wunderbar hier in der Mitte rein. Ansonsten müssen wir hier unten rum und dann vielleicht immer mal wieder in der Mitte was machen. Wir haben den ersten und ja, die sind 4 breit. Das heißt, wir machen die hier auf der Seite, dann hier einmal und hier unten einmal und dann brauchen wir hier in der Mitte nochmal was, wenn wir das so machen. Und dann noch einen bauen, dann haben wir da in der Mitte auch noch einen und das sollte uns dann genügen, damit wir zumindest initial das Ganze anstoßen können und die Logistik dann für den weiteren Ausbau sich selbst versorgt. Der Anfang ist gemacht und was wir jetzt machen können, ist, wir können die Robis loslassen und das sollte das Ganze ein bisschen kickstarten und das wird ein Weilchen dauern, bis dann hier beispielsweise die letzten Roboports, die ich hier unten um mal als Blaupause platziert habe, bis die alle gebaut sind. Und ich habe hier auch ein paar 50 Logistik- oder Bauroboter reingetan, damit das Ganze auch gebaut wird. Das heißt aber, und jetzt da wir Logistikroboter haben, wird auch mein Inventar entsprechend bestückt und ich bekomme hier all die Goodies, die ich brauche. Was noch nicht funktioniert, ist der Abtransport, denn dafür haben wir noch nichts vorgesehen. Das kommt aber alles mit der Zeit. Was wir hier dann effektiv noch machen müssen, ist unser Logistiknetzwerk erweitern, sodass all die anderen Dinge, die wir nur in Kisten rein platzieren, dass die da auch versorgt werden. Und dann brauchen wir hier ein paar solche Kisten, wo wir einfach mal unser Zeugs reinpacken können.
Und das sollte dann behilflich sein, dass unser Inventar hier geleert wird und in den Kisten platziert wird. Und wie gesagt, es wird ein Weilchen dauern, bis hier genügend Materialien angeliefert sind, so dass wir hier die Roboports bauen können. Und sobald wir hier quasi dann die erste Stufe haben, dann können wir uns auch überlegen, was bauen wir hier sonst noch alles. Ich denke, Strommasten, Pumpen, die Dinger für die elektrischen Züge, Kabel, Rohre und dann natürlich auch die nächsten Stufen der Roboter, aber auch der Roboports und zumindest die zweite Stufe können wir bauen, das haben wir noch alles. Hier wird es dann kritisch, da fehlen uns die Prozessoreinheiten, aber mit dem Layout, das wir hier haben, sollte es kein Problem sein, das entsprechend zu erweitern. Also, ich lasse das Spiel einfach mal ein bisschen laufen, die Robis fliegen, bis wir hier wieder genügend Material am Start haben, bis hier die Förderbänder wieder voll sind, was vielleicht auch heißt, dass wir hier und da ein paar Erzfelder uns im Auge behalten müssen, aber das gehört ja alles zum Spiel dazu. Inzwischen sind fast alle Roboports hier platziert, aber noch nicht wirklich die große Erweiterung, welche hier etwas außer Rand und Band geraten ist, denn wir haben einen Knackpunkt erreicht, und zwar hier drüben. Da hatten wir noch ein kleines Feld mit Bleierz, das ist nun aufgebraucht. Und somit auch die Bleischmelze gibt es nicht mehr. Wir haben kein Blei mehr und somit bekommen wir auch kein Lötzinn. Und das ist recht tragisch für die ganze Elektronikverarbeitung. Das heißt, ich denke, hier machen wir für heute Schluss. Und für nächstes Mal müssen wir dann mal schauen, wo wir die verschiedenen weiteren Erze herbekommen, denn wir haben hier noch einige Bahnhöfe, die wir nicht beliefern, und wir haben auch noch einige Materialien, die wir noch gar nicht als Bahnhof haben. Drum denke ich, nächstes Mal wenden wir uns wieder mal ein paar Erzfeldern zu und schauen, dass wir ein paar zusätzliche Materialien hier auf unseren Bus bekommen. Wir haben ja noch ein paar Bänder Platz frei und ich denke, wir könnten auch hier oben noch etwas reinquetschen. Also, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefreut und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Bis dann und tschüss!